Viele Augenpaare sind heute in St. Gallen auf Ivor Mogo gerichtet. Und als wäre es nicht schon schwierig genug, muss er in der ersten Halbzeit auch noch vor der St. Galler Kurve auflaufen. Schon in der dritten Minute ist er gefragt. Eckball St. Gallen. Der aber wird zur Vorlage für einen IB-Konter. Nutzer läuft schneller als Tafer und behält die Übersicht. Samuel Affum gegen Daniel Lopin. Der St. Gallen-Torhüter kann Schlimmeres verhindern. Das Heimteam darf sich wenig später wieder beim Eckball versuchen. Der erste Versuch harmlos. Der zweite aber, der hat es in sich. Die Flanke ist wie ein Schuss oder der Schuss wie eine Flanke. Bunyakus Kopfball am Schluss geht übers Tor. St. Gallen ist in dieser Phase das klar gefährlichere Team und kommt umständlich zwar, aber regelmäßig zu Abschlüssen. Hier von Roy Gelmi. Mwogo klärt reaktionsschnell. Dann für einmal Ibe. Nach diesem Foulspiel gilt die Vorteilregel. Raphael Nuzzolo, der Dribbelkünstler. Ihm gegenüber nur noch Lopin. Nach 24 Minuten bleibt's beim 0:0. Hatte St. Gallen zuerst mehr vom Spiel, machen jetzt die Berner Druck. Miralem Suleimani. Da ertönt der Abseitspfiff. Weil er noch schießt, bekommt er gelb. Und wir prüfen die Abseitsposition. St. Gallens Nummer 16 ist hinterster Mann. Ganz, ganz enge Entscheidung. Viel Diskussionsstoff für die Pause. Nicht aber über ihn. Ivor Mwogo strahlt Sicherheit aus. Es ist schon eher die Berner Offensivabteilung, die in der ersten, auch jetzt am Anfang der zweiten Halbzeit patzt. Samuel Affum, super Möglichkeit für Ibe. Super aber auch Lopars Parade. Der Berner Spielaufbau ansonsten noch immer mangelhaft. Hier verliert Suleimani den Ball. St. Gallen-Debütant Steven Lang übernimmt. Bedient Bunyaku. 1:0 fürs Heimteam. Abgeklärt bezwingt Albert Bunyaku Ivor Mwogo. Da gab es wenig zu halten für den Torhüter. Ibe liegt also im Rückstand, muss noch mehr Bemühungen gegen vorne betreiben. Das machen die Gäste mit Samuel Affum. Wieder bleibt er aus nächster Nähe an Lopin hängen. Die Berner Offensivabteilung enttäuscht auf der ganzen Linie. Zu ihrem Glück gelingt heute ihrem Torhüter das beste Saisonspiel. Mwogo entschärft diverse St. Galler Möglichkeiten. Er ist klar bester Gästespieler. Langsam wird die Zeit knapp für Ibe. Die Torchancen sind aber weiterhin da. Wieder Suleimani, wieder Lopin vorher am Ball. Da gab es aber noch eine kleine Berührung zwischen Stürmer und Torhüter. Die hat die zweite gelbe Karte gegen Suleimani zur Folge. Ibe für die letzten Minuten nur noch zu zehnt. Aber nicht ohne Hoffnung. Diese Flanke ist zwar harmlos, und doch holt Ibe hier einen Penalty heraus. Haris Tabakovic sucht und findet irgendwo eine Berührung von Mario Mutsch. »88. Minute. Milan Gajic gleicht für die Gäste aus. Zum dritten Mal in Serie spielt Ibe 1:1. Heute hätte Ibe aber mehr als ein Tor schießen müssen. Im Abschluss haben wir es nicht geschafft, den Ball in die Masche zu bringen. Wir hatten einige gute Möglichkeiten, wo wir allein 1:1 vor den Lopar kommen und dann einfach den Ball nicht unterbringen. Und das war eigentlich das grösste Manko, das wir heute hatten. Ansonsten muss ich sagen, ist eine Steigerung vorhanden. Das gilt vor allem für Ivor Mwogo, der heute fehlerfrei blieb. Natürlich zeigen die Medien mit dem Finger auf jene, die Fehler machen. Aber ich habe mich auf meine Arbeit auf dem Feld konzentriert. Und heute bin ich zufrieden, dass ich das 1:1 sichern konnte. Nach dem 1:0 waren wir unter Druck und St. Gallen hätte das 2:0 schießen können. Aber wir sind konzentriert geblieben und haben den Ausgleich noch geschafft. 3 Punkte zu gewinnen war die Vorgabe. Mit viel Mühe hat es Ibe immerhin zu einem Punkt gereicht.